Wittig? Professor Wittig, ich bitte Sie, bitte stehen. Wie bitte? Bleiben Sie stehen. In Ihrem eigenen Interesse. Also der Moment ist gerade ungünstig. Bleiben Sie stehen und hören Sie zu. Zunächst soll ich Sie bitten, unter allen Umständen Ruhe zu bewahren. Was wollen Sie von mir? Sprechen Sie mit niemandem. Haben Sie das verstanden? Mit niemandem. Auch nicht mit Ihrer Frau. Und keine Polizei. Mit wem spreche ich denn? Ich melde mich gleich wieder. Mädchen hingegangen, Wasser zu holen und wie es Sich. Was hast du vor? Maggie, ich muss gehen. Die Polizei wird gleich hier sein. Was soll das heißen? Die vermuten, dass Doubling umgebracht wurde. Und die denken, dass ich was damit zu tun habe. Hast du was damit zu tun? Ich will eine Antwort. Vielleicht kann ich dir das alles irgendwann mal erklären. Maike, ich hab gedacht, dass Dinge gleichzeitig möglich und nicht möglich sind. Im Moment habe ich das Gefühl, dass alles zu einem einzigen Zustand kollabiert. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht in derselben Welt leben. Wir selber nehmen die Superposition der Makrowelt natürlich leider nicht wahr. Aber es existiert beispielsweise ein Universum, an dem wir gerade genau hier an dieser Stelle unsere Vorlesung abhalten. Und ein anderes, in dem Kim vielleicht gerade einen Heiratsantrag von Felix bekommt. Deswegen muss man von Parallelwelten ausgehen. Und wenn es nun tatsächlich gelänge, diese auch experimentell nachzuweisen, dann wäre Ihnen der Nobelpreis sicher. Schön, dich zu sehen. Pauli lebt da drin, aber gleichzeitig auch nicht. Ja, du beobachtest nur eine Möglichkeit, die andere gibt's aber auch. Jetzt ist er schon mal weg. Schrödingers Katze ist ja auch nur ein Gedankenexperiment. So, jetzt aber ab in den Wald, oder? Nick! Das ist nicht wahr. Nick! Hast du die Polizei gerufen? Die tun Nick noch was an. Nein. Man hat mich beauftragt, Ihnen eine Botschaft zu übermitteln. Nick, geht's dir gut? Einen einzigen Satz. Ich hab gedacht, dass Dinge gleichzeitig möglich und nicht möglich sind. Was passiert? Ich hab das absurde Gefühl, die ganze Situation selbst inszeniert zu haben. Sie haben doch was mit der Entführung meines Sohnes zu tun, oder? Stell dir vor, man könnte Botschaften in die Vergangenheit oder in die Zukunft schicken. Ob das was ändern würde? Ich habe jemanden umgebracht. Aber nicht in dieser Welt.